Willkommen bei Metabolismo TV, deiner Quelle für korrekte Informationen über den Stoffwechsel in Bezug auf Gesundheit, Stress und zu alkalisches Blut. Ich bin Frank Suarez, Spezialist für Fettleibigkeit und Stoffwechsel. Heute möchte ich über das sprechen, was vielen Menschen mit einem erregten Nervensystem passiert. Wir sprechen über den Körper, das erregte Nervensystem des Körpers. Ich gehe zur Tafel, um es zu erklären. Es stellt sich heraus, dass diejenigen, die dieses Buch Die Macht des Stoffwechsels gelesen haben, dass es hier ein Kapitel gibt, das Wir sind nicht alle gleich heißt. In diesem Kapitel äußere ich eine letzte Entdeckung, die ich vor 5 oder 6 Jahren gemacht habe und die alles veränderte. Es war die Entdeckung, dass wir nicht alle gleich sind. Da habe ich entdeckt, dass ich zum Beispiel ein passives Nervensystem habe. Jorge, der dort hinten ist, grüß mal Jorge. Okay, er hat ein erregtes Nervensystem, meine Frau Elisabeth hat ein erregtes Nervensystem und es ist nicht dasselbe. Die Ernährung, die Nahrungsergänzungsmittel, die Bedürfnisse und das Verhalten des Körpers sind für passive und auch erregte Zustände nicht gleich, sie sind völlig unterschiedlich. Für diejenigen, die etwas mehr über das Thema des passiven und erregten Nervensystems erfahren möchten, denke ich, dass es eine der wichtigsten Entdeckungen ist, die ich gemacht habe. Wenn ich Wichtiges entdeckt habe, ist es das Thema der Unterscheidung zwischen passivem und erregtem Nervensystem. Die Ärzte nennen es parasympathisch oder sympathisch. Vor vielen Jahren habe ich beschlossen, es umzubenennen und ihm einen anderen, verständlicheren Namen zu geben, weil ich medizinische Begriffe hasse und gerne in einfachen, klaren Worten spreche, wie man in Mexiko sagt, in Reis und Bohnen, in Birnen und Äpfeln, also in einer Sprache, die jeder verstehen kann. Den Parasympathikus nennen wir das passive Nervensystem und den Sympathikus nennen wir das erregte Nervensystem. Diese Begriffe verwenden wir nicht, die überlassen wir den Ärzten, die schwierige Wörter mögen und Menschen wie ich, die ein passives Nervensystem haben, haben einen Körper, in dem das Blut des passiven Nervensystems sauer ist, zum Beispiel. Diese Informationen habe ich aus der wunderbaren Arbeit von Dr. George Watson, der ein faszinierendes Buch hat, eines der spektakulärsten Dinge, die ich je gelesen habe, das den Titel Ernährung und ihr Geist trägt. Es ist ein Sammlerstück, weil es ein Buch von 1973 ist und es zu bekommen war für mich eine Herausforderung, aber Sie können versuchen, es zu bekommen. Es ist ein wunderbares Buch. Dieser Herr arbeitete in einer Nervenheilanstalt und hatte die Erlaubnis der Verwandten, der Eltern, der Familienangehörigen der dortigen Patienten, Bluttests durchzuführen. Er konnte nachweisen, dass viele der Psychosen, des Wahnsinns, der Demenz durch Ungleichgewichte im pH-Wert, der Säure oder Alkalität des Blutes verursacht wurden. Das heißt, er hatte Personen, bei denen sich die Ernährung änderte und die aus der Psychose herauskamen, sie waren nicht mehr verrückt, änderten die Ernährung wieder und wurden wieder psychotisch und umgekehrt. Da wurde mir klar, dass es definitiv eine direkte Verbindung zwischen Ernährung, Stoffwechsel und dem mentalen Zustand sowie den Gesundheitsbedingungen gibt. Tatsächlich helfen wir in den Natural-Slim-Zentren, wo wir täglich arbeiten, ständig Menschen beim Abnehmen. Es gibt Natural-Slim-Zentren in Mexiko, Costa Rica, Panama und Kolumbien und wir haben ein Büro in den USA, in Puerto Rico, nicht wahr? Wir sehen viele Leute, die abnehmen und ihre Depression verschwindet vollständig, sodass sie weder Psychiater noch Elektroschocks oder sonst etwas brauchen. Die Depression verschwindet. Und wir haben festgestellt, dass es einen Zusammenhang zwischen Ernährung, Stoffwechsel und dem mentalen Zustand gibt. Also, jetzt ist das Blut im passiven Nervensystem mit meinem sauer. Wenn ich sauer sage, meine ich normales Blut. Der perfekte Punkt für das Blut ist 7,46 und das ist ein perfekter pH-Wert. Diejenigen, die ein passives Nervensystem haben, haben saures Blut. Sauer bedeutet, dass es einen pH-Wert von 7,33 haben könnte. Der Unterschied hier ist nicht groß, aber ich sage Ihnen, dass er sehr groß ist, weil dies eine Skala von 10 ist. Sie ist exponentiell, sie wächst rasch, ein kleiner Unterschied ist riesig. Diejenigen mit einem erregten Nervensystem haben sehr alkalisches Blut. Das hat Dr. Watson herausgefunden und ich konnte es in der Praxis bestätigen, in der Tat. Alkalisches Blut bedeutet, dass es anstatt bei 7,64 zu liegen, bei 7,55 beginnt und manchmal bis zu 7,60 erreichen kann, leicht. Was ist los? Der Körper sucht immer nach dem Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht nennt man Homöostase. Der Punkt, an dem sich der Körper wohlfühlt, ist dieser 7,46. Also dieser mittlere Punkt hier, das wäre diese 7,4C, richtig? Das ist wirklich perfekt, genau, wirklich. Dort gibt es weder einen Überschuss noch einen Mangel an Sauerstoff. Wenn es einen Überschuss gibt,
wie im alkalischen Blut, erzeugt das freie Radikale und zerstört die Zellen, weil Sauerstoff gut ist, aber im Überschuss kann er einen sogar blind machen. Und hier ist es ein Mangel an Sauerstoff. Offensichtlich entsteht hier Krebs, weil Sauerstoffmangel Krebs erzeugt, das ist bewiesen. Dies wurde einem Nobelpreisträger, Dr. Otto Warburg, zuerkannt, der 1936 den Nobelpreis erhielt, weil er entdeckte, dass, wenn man einer Zelle 35% des Sauerstoffs entzieht, sie krebsartig wird. Das ist bereits bewiesen, oder? Okay? Nun, was passiert dann, wenn eine Person einen menschlichen Körper mit einem erregten Nervensystem hat? Wie wissen Sie, ob Sie ein erregtes, passives Nervensystem haben? Lesen Sie die Macht des Stoffwechsels oder sehen Sie Episode 199 auf Metabolismo TV, die Episode 199. Sie werden sehen, ich habe 5 Fragen. Beantworten Sie eine dieser Fragen mit Ja, haben Sie ein erregtes Nervensystem? Ob 1, 2, 3, 4 oder 5 Fragen, wenn Sie mit Ja geantwortet haben, haben Sie ein erregtes Nervensystem. Wenn Sie alle Fragen mit Nein beantwortet haben, wie ich, dann haben Sie ein passives Nervensystem. Es ist ultra einfach, niemand soll sagen, dass es halb ist, weil man nicht halb schwanger sein kann, entweder ist man ganz schwanger oder gar nicht. Nun, das Thema ist, dass man uns sagt, dein Körper ist in der Tat wirklich sauer, dein Körper ist wirklich sehr sauer, also nimm dies oder jenes, damit er tatsächlich nicht so sauer ist. Das ist Unsinn. Der Körper hat saure und alkalische Teile, der Magen ist sehr sauer, sonst verdauen wir nicht. Das Blut sollte eher alkalisch sein, 7.0 ist neutral, 7.640 ist alkalischer, das bedeutet, dass es Sauerstoff anzieht. Wenn das Blut zu sauer wird, nennt man das Azidose und die Person stirbt, weil der Sauerstoff abgelehnt wird und keine Zellatmung stattfindet. Aber das Thema ist, dass es am gefährlichsten ist, wenn eine Person ein erregtes Nervensystem hat. Das habe ich von Dr. William Kelly gelernt und in meinem Buch Die Macht des Stoffwechsels erwähnt, weil wirklich die Krebstumoren der Krebstumor, nicht wahr? Wo es auftritt, ist im erregten Nervensystem. Diese Personen, die ein passives Nervensystem haben, bekommen Immunsystemkrebs, Lymphkrebs, Knochenmarkkrebs. Aber diejenigen, die ein erregtes Nervensystem haben, sind diejenigen, die Krebsgeschwülste haben, Tumor in der Bauchspeicheldrüse, Tumor im Darm, Tumor in einer Brust, Tumor in der Prostata. Das ist nahezu ausschließlich dem erregten Nervensystem vorbehalten. Was passiert nun, wenn Sie ein erregtes Nervensystem haben? Nachdem Sie den 199-Test gemacht haben, vermeiden Sie bitte Situationen, die ein erregtes Nervensystem verursachen, denn nichts schadet dem Körper mehr und kann ihn schneller zerstören als ein erregtes Nervensystem. Was brauchen Sie? Sie müssen gut schlafen, um gut zu schlafen, müssen Sie oft Magnesium verwenden und den Körper hydratisieren, Sie brauchen Kalium, Sie müssen überprüfen, ob Sie genug Vitamin D haben, denn es ist erwiesen, dass ein Mangel an Vitamin D das erregte Nervensystem auslöst. Es muss Jod enthalten, es muss Vitamin B enthalten, da auch ein Mangel an B dieses System auslöst. Das erregte Nervensystem ist der Körper, der am meisten kaputt geht. Aber das Wichtige ist, dass wenn Sie wissen, dass Sie es haben, Sie anfangen können, das zu tun, was im Buch steht, was auf Metabolismo TV gesagt wird, und Sie können es lösen, bevor der Körper kaputt geht. Nachdem ein Krebs oder ein Tumor aufgetreten ist, ist es ein bisschen spät, aber Sie können es lösen. Also ich lade Sie ein, Ihren Test zu machen. Episode 199 auf YouTube bei Metabolismo TV. Finden Sie heraus, ob Sie passiv oder erregt sind. Wenn Sie ein erregtes Nervensystem haben, machen Sie alles, was wir sagen. Gemüsesäfte, wenig rotes Fleisch, wenig Fett, wenig Salz, alles, was das erregte Nervensystem verschlechtert und alles, was empfohlen wird. Tun Sie es und Sie werden sehen, dass Sie gut schlafen, abnehmen, sich gut fühlen und weder Sie noch Ihre Lieben mit einem erregten Nervensystem Krebs bekommen. Und das sage ich Ihnen, weil die Wahrheit immer triumphiert.